Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hurra, die Welt geht unter Box von KIZ. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hurra, die Welt geht unter von KIZ aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine riesengroße, eine riesenhohe Box. Hier unten haben wir einmal einen FSK 16 Hinweis, der uns darüber informiert, dass wir hier auch eine DVD vorfinden werden. Dann haben wir hier in diesem Sichtfenster eine Riesenbombe aus Plastik. Und hier oben lesen wir noch KIZ, Hurra, die Welt geht unter. Unten haben wir dann noch hier eine Wiese und diverse Häuser bzw. ja, Ruinen, Häuser, Reste oder nicht mehr bewohnte. Sieht so ein bisschen aus wie die Landschaft rund um Tschernobyl. Also hier dürfte wohl ein Atomkrieg oder eine Atombombe gezündet worden sein. Und das sind dann irgendwie so die Überreste, die Verbleibsel der Zivilisation. Dann haben wir hier einmal die Tracklist. Und zwar haben wir hier 13 Tracks mit dabei. Und wir haben drei Feature Tracks, und zwar haben wir Features von Sefo, Audio 88, Jessin, Money Mark und Henning May. Hier lesen wir den Inhalt dieser Box, und zwar steht hier inklusive CD, neue Mixtape und DVD Splash 2000 Live, KIZ Milizfahne, KIZ Spielkartenset und Stickerbogen. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Auf dieser Seite wieder verwaiste Häuser. Unten haben wir diese Wiese und auf der Oberseite den lila-blauen Himmel. Gut, das Ganze geht dann hier auf. Also wir haben hier so einen Verschluss. Hier geht das auf. So. Und dann entnehmen wir hier, hier ist noch so eine Halterung, die diese Bombe in Position gehalten hat. Weg damit. Und dann schauen wir mal hinein. So, die Box von innen glatt weiß und dieses Sichtfenster eben. Hier ist jetzt kein weiterer Inhalt mehr drinnen. Machen wir die Box mal wieder zu. So, und dann haben wir hier das gute Stück, diese Bombe. Und zwar, ich glaube, so gehört die. Denn hier kann man dann die Schrift lesen, und zwar steht hier nochmal KIZ, Hurra, die Welt geht unter. Das Ganze ist eine richtig große Plastikbombe, komplett in Schwarz gehalten, glänzt etwas. Hier hinten noch vernietet, also in so Nietenoptik. So sieht das aus, also habe ich echt noch nie gesehen, sehr ungewöhnliches Design. Und diesem ungewöhnlichen Design auf dieser riesen Karton geschuldet. Gut, dann schauen wir mal, ob wir das Ganze aufkriegen. Meines Wissens, jawohl, sollte das Ganze hier halbierbar sein. Und innen natürlich hohl. Wir haben hier einerseits Füllmaterial, also Altpapier. Dann haben wir hier einmal die Fahne, die sogenannte Milizfahne. Das dürfte dann, oder das dürften dann, in dem Fall sind es ja zwei, die Stickerbögen sein. Dann haben wir hier das Kartenset. Dann das Mixtape bzw. die Live-DVD. Und natürlich das Herzstück, in dem Fall das Album an sich. Hurra, die Welt geht unter. So sieht dann diese leergemachte Bombe von innen aus. Also diese Seite hier komplett ausgehöhlt. Auf dieser Seite haben wir dann die diversen Aussparungen für den Inhalt. Ich mache das Ganze mal wieder zu. Und dann machen wir das zur Seite. So, sehr umweltfreundlich die Box, denn alles, was wir hier vorfinden, ist nicht eingeschweißt. Wir starten mit dem Album an sich. So sieht das aus. Hurra, die Welt geht unter. Hier haben wir wieder diese Landschaft, wie wir sie schon von der Box kennen. Allerdings ist hier dann noch ein Panzer mit dabei.
Und auf diesem verrosteten Panzer, auf dem Panzerrohr, hat ein kleines Mädchen eine Schaukel festgemacht. Also, sehr schönes Motiv. Hier oben lesen wir nochmal SkyZ, hurra, die Welt geht unter. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case, Entschuldigung, in einem Super Jewel Case natürlich. Hier auf der Seite lesen wir auch nochmal SkyZ, hurra, die Welt geht unter. Auch wenn es natürlich wieder im Hintergrund fokussiert wird. So, aber jetzt hurra, die Welt geht unter. Und dann haben wir hier die Tracklist, die wir ja schon von der Box kennen, unverändert. Was wird hier verbrannt? Das sieht aus, als würde hier eine Bibel, also hier lesen wir Holy Bible und hier 50-Euro-Scheine, also religiöse Schriften bzw. Geld wird hier verbrannt. Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal die einzelnen Tracks und zwar inklusive aller Texte. Also wirklich Wort für Wort hier abgetippt. Zum Mitlesen, zum Mitrappen. Sehr schön gemacht. Dann haben wir hier nochmal eine schöne Landschaft. Und zwar mitten in so einer Plattenbausiedlung sind hier diverse Menschen am Spazieren, am Boot fahren. Schöne Szene. Weitere Texte. Und zum Abschluss nochmal ein junger Mann, der hier seine Wäsche aufhängt, zwischen einem, ja, sieht aus wie ein ausrangierter Bomber oder Kampfflugzeug und hier rechts ein LKW. Ja, so sieht das dann wohl nach einem Atomkrieg aus. Und dann haben wir hier noch die Credits zu den einzelnen Tracks, also wer hat das Ganze produziert, wer war da beteiligt, etc. Die Album-CD in schwarz und weiß gehalten, so sieht das aus. Und hier hinten haben wir nochmals ein kleines Lagerfeuer, auf dem hier gerade Essen zubereitet wird. Dann haben wir mit dabei dieses Digipack und dieses hier zweiseitig. Auf der einen Seite haben wir das Mixtape drinnen, KIZ früher waren die besser. Und auf der anderen Seite die DVD, die Splash 2014 Live-DVD. FSK 16 hier aufgedruckt. So, dann haben wir hier die Tracklist der Live-DVD. Und zwar wurden hier 16 Tracks performt. Und auf dieser Seite haben wir dann die Tracklist des Mixtapes. Und zwar haben wir 18 Tracks mit dabei. Features kann ich jetzt hier keine ausmachen. Also es scheint so, als wären hier 18 rein KIZ-Tracks. So, das Mixtape sieht so aus. KIZ früher waren die besser. Also, so wie die Album-CD in schwarz und weiß gestaltet, sehr schlicht. Und auf dieser Seite dann natürlich noch die DVD. Ebenfalls sehr schlicht gestaltet in schwarz und weiß, Splash 2014. So. Dann haben wir zwei Stickerbögen und so haben wir einmal diesen hier mit 2, 4, 6 Stickern. So sehen die aus. Und dann haben wir noch 4 weitere Sticker. Sieht so aus wie so typische Propagandaplakate. Also was lesen wir hier? Bietet der Wackness die Stirn. Chillt nicht mit Hatern. Shakt eure Booties zum Bass. Und ein starker Kaffee am Morgen der Revolution. Schöne Stickerbögen. Dann haben wir mit dabei eine Fahne. Etwas Platz hier. Denn die dürfte ja doch etwas größer sein. Jawohl. Die Fahne hier in Schwarz und Orange. Und zwar haben wir hier das klassische KIZ-Logo. Also hier dieser Notenschlüssel auf dieser, ja, Schwanzform, die Palmen und darüber haben wir dann noch eine Pyramide bzw. ein Dreieck mit einem Auge darauf. Sehr mystisch. Und dann hier noch zwei Sturmgewehre, in dem Fall zwei AKs. Oben und unten jeweils so schwarze Dreiecke, so eine Zierleiste. Und wir haben in allen vier Ecken jeweils mit eingenäht solche Ösen, solche Metallösen,
Bedeutet, ihr könnt diese Fahne dann auch wirklich nach Belieben aufhängen und diese Ösen hier mit Schnüren irgendwie festmachen. Und als letzten Boxhalt haben wir dann noch ein Kartenset mit dabei. Es kommt in so einer kleinen schwarzen Papphülle. So. So sieht das aus, also ähnlich wie die Fahne, schwarz, orange und weiß hier, die dominanten Farben. Und dann haben wir noch eine Premiere, und zwar ist das erste Mal, dass hier etwas verschweißt ist. So. Und so sieht dann das Kartenset aus. Also wir haben hier nach Farben durchsortiert. Bube, Dame, König. Ass nicht, aber Bube, Dame, König sind in dem Fall dann hier die Bildkarten. Und das zieht sich dann so durch. Und Bube, Dame, König wurden hier jeweils immer individuell gestaltet. Sehr schön. So sieht das aus. Hier ist eine Dame verrutscht. Der nubische Prinz. Okay. Gut, also so ein Kartenset eignet sich zum Pokerspielen oder auch natürlich zu anderen Spielarten. So. Müssen wir das Ganze nur wieder zubekommen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Kartenspielset. Dann diese Fahne. Das Mixtape Früher waren die besser mit 18 Tracks. Die Live-DVD Splash 2014. Die beiden Stickerbögen. Und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box. Hurra, die Welt geht unter von KIZ. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr KIZ unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.